Ja, hallo und herzlich willkommen. Jetzt wohl wirklich zum bald letzten Mal aus Mafia 3. Denn es gibt das letzte, womöglich Download-Content-Paket. Zeichen der Zeit heißt das Ganze. Und ich bin da selber sehr wieder gespannt, weil, ja, mittlerweile ist ja kein Geheimnis. Ich finde Mafia einfach geil. Irgendwie, es hat mich irgendwie in seinen Bann gezogen, auch wenn es nicht das beste Spiel aller Zeiten ist, das ich irgendwie jemals spielen konnte. Aber trotzdem hat's was mit mir gemacht, dass ich irgendwie sage, jedes Mal, wenn ich sehe, es kommt ein neues DLC raus, dann habe ich da irgendwie Bock drauf und dann spiele ich es einfach wieder gern. Und so jetzt auch hier. Und dementsprechend müssen wir jetzt erstmal zum guten Pfarrer fahren, denn bei dem geht das Ganze dann los und auch rund. So, aufpassen, hoppala. Ups! Warum springt die direkt vors Auto? Wir müssen sofort hier runterkommen. Es kommen Meldungen rein über eine Fahrerflucht in River Road. Also ist natürlich jetzt nicht... Ich wollte jetzt die da nicht unbedingt unter meine Reifen bringen, aber ich glaube, wir sind auch nicht über sie gefahren, sondern wir haben nur den Schuh erwischt. Und dementsprechend geht es der Frau bestimmt ganz gut. Also ich sehe das alles sehr gelassen. Genauso wie den, das war von dem auch nur der Schuh, den wir da erwischt haben. So, jetzt sind wir aber gleich da. Beim guten alten Pfarrer. Es gibt jetzt auch hier im Zeichen der Zeit eine neue... Alter, warum schmeißen sich die alle Richtung Straße? Gibt eine neue Funktion und zwar kann man jetzt nämlich hier... Zeitlupen schießen. Das werden wir natürlich nachher gleich mal probieren. Aber jetzt gehen wir da erstmal rein und sagen, Ibims. So nach und nach verstand ich den Schmerz, den Lincoln ertrug. Kommt aus dem Krieg und erwartet Frieden. Aber alles, was er fand, war Schmerz. Tragisch. Es musste passieren, dass er immer weiter in den Sumpf gezogen wurde. Und trotzdem, ich dachte... Ich hatte gehofft... Gehofft, dass ich... ihm beim Loslassen helfen kann. Er war noch gefangen in der Sache mit den Marcanos. Er lag ja noch im Koma, als wir Sammy und Alice bestatteten. Er hatte also nie eine Chance, sich zu verabschieden. Das sollte er nachholen, dachte ich. Dann könnte er wieder ein normales Leben führen. Falls jemals eine Person falscher lag als ich, dann... kenne ich sie nicht. Das sind wenigstens offene und ehrliche Worte. Also, ab zu Sammys Bar. Ich glaube, wenn wir zu Sammys Bar gehen, wird dir das eine Menge bringen, Lincoln. Ehrlich gesagt, Vater, sehe ich kaum einen Sinn darin. Es ist schwer loszulassen. Sich zu verabschieden. Ein Abschied bringt mir nicht das, was ich will, Vater. Das, was du willst, ist nicht immer das, was du brauchst, mein Sohn. Deine Tante Lily hat sich gestern gemeldet. Hat wieder nach dir gefragt. Ich glaube, sie hat sich in den Kopf gesetzt, was aus Sammys Bar zu machen. Oh, weiß nicht, was ich ihr sagen soll. So wie alles läuft. Nun, sie war schon immer eine willensstarke Frau. Keine Ahnung, ob du das noch weißt, aber nach Paulas Tod verfinsterte sich Sammys Seele. Er begrub seinen Verlust ganz tief in sich. Fing an, die ganze Nacht am Hinterausgang der Bar Mädels anschaffen zu lassen. Schließlich hatte Lily genug. Sie marschierte mit dem Feuer des Herrn im Herzen hier rein. Schmiss alle Mädels raus. Die Freier, Sammys Crew. Und dann hat sie sich ihren Bruder so richtig zur Brust genommen. Hat ihm gesagt, er versündigt sich an Paula. Aber vielmehr noch an euch Jungs. Dass ihr euch vorlebt, dass eure Mutter nichts bedeutete. Von diesem Zeitpunkt an
gab es dort keine Prostitution mehr. Ich erinnere mich nur daran, dass Tante Lilly uns manchmal für ein paar Nächte zu sich nahm und uns Eis kaufte. Los, Lincoln. Wir sollten da rein. Ja, wenn er das sagt. So, alles gut. Hey, was ist denn? Helft mir! Oh Gott, sie kommen! Wer? Die? Aha. Komm zurück, Anna. Geht weg hier. Ja, gut. Das ist sein Job. Los. Ich habe ihm übrigens jetzt das Golf-Outfit gegeben. Das war übrigens die Option des Zeitlupenschießens. So, ich guck nur ganz kurz, was? Beschütze sie vor allem Übel. Amen. Oh, oh, oh. Das war keine Absicht. Naja. So, was ist da los? Das hier ist Anna. Diese Männer sind erledigt. Aber wenn noch mehr kommen, möchte ich, dass ihr verschwindet. Eine meiner Gemeindeschwestern ist verreist. Sie hat eine Wohnung in Tickford. Da sind wir sicher. Das weißt du nicht. Ich bringe sie dorthin. Wir treffen uns, wenn du bereit bist. Okay. Ich werde mich erstmal drin umsehen. So, ja, dann schauen wir mal rein. Ah, abgeschlossen. So. Was habe ich da eigentlich? Noch eine gute Schrotflinte. Wir laden lieber mal nach. Wir kennen es ja. So. Wird nichts Schlimmes mehr passieren. Da liegt noch der andere. Aber ich würde gern lieber für die nehmen. Vielleicht sollte ich auch einfach zwischenzeitlich noch schnell den Wachmänner meines Vertrauens anrufen. Komme schon, nur einen Augenblick. Weil besonders hier die Handfeuerwaffe würde ich gern voll haben. Weil ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich mittlerweile so ein schlechtes Gefühl. Natürlich brauche ich was. So, mach einfach Munition mal voll. Semi-Auto. Aber ihr seht, sie sind alle ganz schön teuer. Dann nehmen wir vielleicht. Nehmen wir einfach die Masters mit Schalldämpfer. Mit Schalldämpfer, die mag ich einfach am liebsten. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Weil ich muss ja ein bisschen aufs Geld auch achten. So, und jetzt schau mal hier rein. Ja, steht. Fuck. Wer zur Hölle waren diese Leute? Oh, schaut hier nett aus. Was hier mit meiner Bar passiert ist oder mit Sammys Bar. Covered in Blood. Vielleicht sollte ich hier meine Kamera einsetzen. Wie schaut's denn da aus? Sind die unten nicht an mein Ding rangegangen? An meinen Tresor, sonst wäre ich richtig böse. Aber schaut so aus, als ob da alles noch da wäre. Legen wir mal das Geld lieber rein, was wir noch haben. Zack. Schön, die Pferderänder selbstverständlich. Oh ja. Also ich kann gerade übrigens... Oh, Untersuchungsmodus. So. Jede Leiche hat ihre Geschichte. Aha, das ist auch neu. Abgeknallt, dass er weggerannt ist. Mal ein Foto schießen. Kling, kling.
Also man braucht nur mit der Maus drüber hovern und ihr seht, sobald es ja grün wird, passiert dann irgendwas. Fesselspuren müssen ihn gefesselt haben. So, jetzt kann ich nur noch Escape scheinbar drücken. Das heißt, der ist mal... Die schleifen ihn also hier rein, aber als er abhauen will, knallen sie ihn ab. Aber warum waren die überhaupt hier? Besudelt von Blut. Das ist das, was diese Anna gesagt hat. Und dann machen wir ihn hier noch. Auch mal was ganz Neues. Gab's auch so bei Mafia noch gar nicht. Irgendeine Art von Tattoo könnte was bedeuten. Na, dann machen wir mal ein Foto. Also finde ich cool, dass die sich jedes Mal was Neues einfallen lassen für die DLCs, dass es nicht echt immer das gleiche bleibt. Das ist dann doch ganz sympathisch. Der hat wohl ein Messer in den Bauch gekriegt. Interessant. Ja, was denn? So, gibt's noch irgendwas Spannendes? Vielleicht hat er noch irgendeine Brieftasche dabei. Eine Karte habe ich ja noch nie gesehen. Die Blume ist handgemalt. Keine Spur von Fesseln. Also ich glaube, der dürfte jetzt fertig untersucht sein. Ich wüsste nicht, was da jetzt noch offen ist. Jo. Hast dich wohl mit der Falschen angelegt. Oh, Scheiße. Was verbrennen die denn hier? So eine Art Weihrauch vielleicht. Also dieses okkulte Thema finde ich ganz spannend. Wie gesagt, das ist alles, hat nichts mehr mit dem klassischen Mafia zu tun. Also für mich hätte dieses Spiel einfach von Anfang an anders heißen müssen. Aber trotzdem hat's was. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass sie es Mafia genannt haben. Weil es ist ja, wie gesagt, einfach Mafia. War halt einfach nicht so das Thema. Habe ich da, gibt es da irgendwas zu sehen, was ich jetzt nicht sehe? Also diese Schriftzeichen finde ich eigentlich ganz spannend, dass er die nicht interessant findet. Wundert mich. Habe ich das schon untersucht? Nee, schau, wir sind nicht fertig. Ja, da, ja. Sieht irgendwie rituell aus. Diese Zeichen. Seltsam. Okay, das wäre dann alles. Zeit zu gehen. Gut. Also, hier mal abgeschlossen. Schon erfüllt. Tja, es wurde ja Kriegsmüdigkeit genannt im Zweiten Weltkrieg. Oder kampfbedingte Stressreaktion. Aber der Begriff, der wohl passender wäre, ist Kriegsneurose. Wir alle wissen, dass der Krieg wie die Hölle ist. Ja, also nichts Neues. Der Schmerz. Die Schuld. Und immer diese Wut, dass du gezwungen bist, Abscheulichkeiten zu tun. Es bricht dein Herz. Und ich wusste sofort, dass dieses Mädchen auch eine Art von Krieg erlebt haben musste. Denn die Hölle loderte in ihren Augen.
Ich glaube, nach dem, was wir da gesehen haben, das war jetzt nicht so ausgesehen, als ob man sagt, da war mal, geht mal entspannt nach Hause nach so einem Gesehenen. Ich sprach gerade mit Anna über die Männer drüben im Sammys. Sie wurde nicht verschleppt. Sie ging mit ihnen, freiwillig. Aber das ergibt keinen Sinn. Die Kleine ist gelaufen, als hätte sie Todesangst. Und drin im Sammys standen drei Wörter an der Wand. In Blut gehüllt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sammy hat dir bestimmt mal was erzählt von der Ensanglantée. Klar, so eine Gruselgeschichte. Ensanglantée heißt in Blut gehüllt. Ihre Geschichte reicht bis zu den ersten Siedlern zurück, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber sie fanden nur den Tod. Es begann alles, sich zu ändern mit den neuen Zeremonien in ihren religiösen Praktiken. Die Menschenopfer. Ich weiß, daran kann ich mich erinnern. Ist Anna eine von ihnen? Alles, was ich sagen kann, ist, sie hat sich einfach mit sehr üblen Leuten umgeben. Lincoln? Ich muss dir was zeigen. Kannst du dazu was sagen? Bonnie. Weißt du, Liebes, ich beobachte dich schon seit ein paar Wochen. Die behandeln dich hier wie ein richtiges Stück Scheiße. Es ist hier nicht so übel. Und was ist mit Phil, der dich begrabbelt, wenn du an ihm vorbeigehst? Und was ist mit den Kunden, die dir nie ein Trinkgeld geben? Das ist nicht übel. Dieser Ort kann dich niemals so glücklich machen, wie du es verdienst. Schöne Gehirnwäsche. Aber wir können's. Ah, so kommt man in die Sekte. Warum bist du so unglaublich nett zu mir? Du solltest dich nicht fragen, warum ich so nett zu dir bin. Frag dich lieber, warum das niemand vor mir war. Werde ein Teil von uns, Anna Baby. Bonnie nahm mich auf. Endlich war ich willkommen. Deshalb warst du bei Sammys? Ich hatte keine Wahl. Sie sagten, das ist der einzige Weg, sich zu reinigen. Lass mich gehen. Ich sag auch nicht. Bitte. Ich wollte sie stoppen, aber ich konnte nicht. Ich musste einfach nur raus und er... Das Schreien. Die Tränen. Das Blut. Das Würgen. Das Leiden. Sieh mich an, Anna. Solche Menschen haben ein Schema, um andere gefügig zu machen. Wo hat Bonnie dich noch mit hingenommen? Zu einem Nachtclub. Nuit Blanche, dort führen sie die Anwärter in die Familie ein. Ja, kenne ich. Ein Hippie-Club in der Innenstadt. Und diese Spielkarte. Nur damit lassen sie dich dort hinein. Verstehe. Hey, das war sehr gut, Anna. War sehr gut. Sehr gut. Hey, pass auf den Nebelschleier auf. Wenn der Schleier aufzieht, steigt der Geist empor und das Fleisch verzehrt. Das Fleisch verzehrt. Die Kleine braucht Hilfe, Pater, ganz dringend und so schnell es geht. Die wird sie niemals bekommen. Sie hat doch nichts außer ihrem Namen.
Ich meine, die werfen sie in eine Gummizelle und vergessen sie. Wir wissen beide, diese Stadt schert sich nicht um die Armen und die Schwachen. Aber sie hat uns. Ich mache ihr etwas zu essen und du tust, was du tun musst, mein Sohn. Danke, Pater. Ja, ich bin ganz ehrlich, finde ich unfassbar interessant, die Story bis dato. Und auch wenn es ein bisschen früher ist als sonst, aber jetzt gibt es heute einen krassen Teaser, wie es weitergeht, seht ihr erst in der nächsten Folge. Damit bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.